willkommen zurück zu Hand of Fate. Wir sind mal gespannt, wie es heute abgeht. Ich habe da ja leider ein bisschen verkackt. She waits for you, patient, but ultimately destructive. Aber immerhin haben wir diesmal schon alles ready und können direkt hier einsteigen. Viel, viel, viel verfluchter Spieler. Und at their heart, lassen wir natürlich weg. All also, games are about power, are they not? Oh. The acquiring of power. The retaining of power. And most importantly, wollen wir direkt schon durch? Ja, wollen wir, oder? Komm, direkt. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Direkt weiter hier. Zack, eine Runde weiter. Do you understand what it is we do now? Oh, und da kommt or did I rush you through the walls, drüber, ne? Pushing you into the plate before you were prepared? Von dem hier irgendwie besudeln. Ich stimme zu. Wir wollen mal gucken. A choice. Select your desire. Und leider nicht. Ich hätte die dritte nehmen wollen, aber ich dachte mir, die habe ich so oft jetzt gehabt als positiv, dass das nicht mehr hinhaut. Dafür dürfen wir uns jetzt unseren Fluch selber auslegen. Das ist natürlich super. I worked long and hard to make that particularly painful. Ingenious, don't you think? Oder die Heimsuchung. Wann immer der Spieler einen neuen Gegenstand kauft, erhält er einen Fluch. Ja, ist beides unsagbar schlecht. Also, ach Gott. Oh Gott. Ich nenne den letzten Überlebenden. I hope that is the curse that ends your quest. Eine Runde haben wir gewagt, Musste mal sein. Der hilfreiche Priester kommt der Wege daher. Komm, wir sind großzügig. Wir geben die Hälfte unserer Ration und haben dafür die Chance, was zu erhalten. Oh, und diesmal nehmen wir die 2 und es ist der enorme Erfolg! Das zahlt sich aus, Freunde. Das ist einfach Hilfsbereitschaft, ja? Helft den Armen und so wird euch geholfen. Ja. Wenn jemand der Spieler Ration isst, erhält er den doppelten Heilungseffekt. Nice. Ration isst? Achso, ja, verstehe, ja. Echsenesser erhält eine Ration für jede getötete Echse. I will have to rebalance that next time. Okay, läuft. Der Reisende Heiler, den brauchen wir gar nicht betreten. Wir haben weder Schaden bekommen, noch haben wir Kohle. Und wir gehen unten lang. Ach, shit, der Riesenadler. Sollen wir uns verstecken? Wir probieren uns zu verstecken. Und zwar wieder 2. Nein, das war ja natürlich. Okay, er kommt und wir probieren uns natürlich zu befreien. Ah, komm schon. Komm, die haben wir Nein, ich wollte eigentlich... Oh, gut, ich wollte die letzte nehmen, weil ich dachte, die hatten wir schon lange nicht mehr. Alles klar. Kobolde sind gut. Oh, das ist gut. 3 Kobolde, die können wir ordentlich verprügeln und dafür ein bisschen absahnen. Perfekt jetzt gerade in unserer Situation. Genau das, was wir brauchen. Hervorragend. Also los geht's hier. Komm her. Ja, bleibst du hier und zack, zack, zack. Oh, der liegt noch am Boden rum. Das tut mir leid für dich. Komm noch auf die Beine, mein Freund. So, komm hier. Lass mal dein Gold fallen. Papa braucht es. Oh, nee. Neues Paar Schuhe wird fällig. So, was haben wir? Wir haben auf jeden Fall Rationen eingesteckt und 14 Gold haben wir auch noch bekommen. Kobolde bashen. Spaß für die ganze Familie. Von Mattel. Wunderschön. Und der edle Händler. Mal gucken, ob er uns this token will unlock more cards if you can defeat this encounter. Nein, er guckt uns immer noch nicht an. Wahrscheinlich müssen wir dafür einfach irgendwie mehr Kohle haben oder irgendwas in der Kante. Und jetzt fressen wir natürlich unsere Ressourcen auf, weil wir zwar nach unten wollten, wir hatten den richtigen Weg. With only three food, you'd better hope to finish this quickly, or hunger will finish it for you. Das war natürlich schade, wir haben nur noch 2 Rationen. Jetzt kommt die Blutauktion. There's a token in it for you, if you win. Das heißt, wir könnten einen Token abgrasen. Machen wir, komm, wir bieten mal Blut. 60 Gesundheit, klar, hier, bieten wir. Und jetzt geht's drum. Ich hätte gerne einen Token.
Hier ist er. Nein, da ist er nicht. Da ist er leider nicht. 60 für ein Pogo, aber es macht nichts, weil wir essen eine Ration und kriegen 10 Gesundheit wieder zurück. Aber jetzt haben wir keine Ration mehr. Wir sind wieder mal auf dem alten Friedhof. Unsere Gesundheit wurde aufgefrischt. Sehr coole Nummer. Pitiful. Nein, wir lehnen leider ab. Das tut uns sehr leid. Machen wir nicht. Wir gehen mal nach oben weiter. Warnsignal ist win this für uns. And claim my token. Aber wisst ihr was? Wir machen es. Wir probieren es einfach. Können wir einen Token gewinnen. Die Chancen sind natürlich nur blöd, ne? Also so eine 1 zu 3 Chance. Ne, Grants. Ist natürlich nicht viel. Ja, enormer Fehlschlag, war ja klar. Also wir werden bestimmt noch sterben. Wenn das so weitergeht zumindest. Weil 5 Verlustkarten sind so heftig. Das ist so unfassbar heftig. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Runter auf 60. Und es geht noch weiter. Also. Ich will aber dieses Siegel haben. Choose from these options. Aha. Guck einer an. Schau mal einer, guck. Schmale Höhle. Jetzt geht's wieder drum. Komm, bitte noch ein Erfolg. Bitte komm schon. Ich brauche ihn. Nein. Ich bekomme ihn aber nicht. Nochmal 4 Verlustkarten. Ouch. Ja, ouch. Du gibst doch die Karten, du Lümmel. 30 HP. Okay. I'm sure you are grateful for that. Okay, wir brauchen aber Rationen und kein Gold, Leute. Nur Gold. Ja, Gold gewinnt Karten, ne? Und den Token haben wir jetzt auch. Alles klar. Also mindestens haben wir das schon mal. Ja, wie gesagt, 30 HP, also was soll man damit machen? Jetzt nur noch 20. Ist hier ein Händler? Ja, da oben ist ein Ruf nach dem Priester. Aber beim Ruf nach dem Priester, ich weiß nicht, was wir da machen können, ehrlich gesagt. Das habe ich. A voyage across the ocean. Aber wir gehen mal hin. Trip, wir haben hier nichts, gar nichts zu verlieren. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also. Ein Schritt noch und wir sind tot. Also entweder kann ich jetzt hier Rationen kaufen oder wir sind tot. Gold haben wir ja genug. Daran soll es überhaupt nicht scheitern. A chance to buy more food. Ah, you must okay. Be relieved. Wir können also. Rationen. 5 für 18, ja. So, 15 Rationen müssen erstmal reichen. Wunden heilen brauchen wir tatsächlich nicht, weil wir pro Schritt, den wir machen, 10 dazu bekommen. Flüche entfernen kostet 240 und der hier kostet 45. Könnten wir sogar entfernen, will ich aber gerade nicht. Wir gucken uns mal die Segen an. 175, 50, ja, schade. Das hätte ich mal vorher sehen sollen. Ja, Segen kaufen ist natürlich eigentlich stärker, ne? Da hätte ich vielleicht 5 Rationen weglassen können. Schade. Schade. Aber wir haben wieder 15 Rationen. Also zumindest geht's für uns noch weiter. Wir sind noch nicht geschlagen. So. Sail away. Ja, sail away. See what you will watch find. Over the drunken sailor. Watch over the even the now, her sailor. Brood watch gathers. Over the drunken sailor lie in the morning. Ah, eine Bäuerin. Feast, famine, and everything in between. Komm, wir sind richtig großzügig. 5 Rationen, hier. Oh, Moment, da schmeißt mich aus dem Spiel raus. Zack, da sind wir wieder drin. Ja, sind wir drin? Ja. 5 Rationen habe ich ihr gegeben. Du hast uns genug Essen gegeben, dass wir damit durch den Winter kommen, Fremder. Sie zieht hinter einem Busch ein Bündel hervor. Das hat mein Mann gehört, der noch lebte. Bitte nimm es als Dank entgegen. Boom, Keule. Heilig. Diese Keule ist heilig. Aber hat keinen Bumper, nichts, das ist eigentlich. Are you sure that's the right approach? Das ist Crap. Dein Ehemann war nicht gut. Da oben ist die Pestdame. Während die Kinder essen, erzählte die Frau ausführlich, was sie in letzter Zeit gesehen und gehört hat. Geil. Leute, das ist geil. Da oben ist die Pestdame. Perfekt. Da wollen wir ja hin. Aber wir haben nur noch 30 HP. Das ist nicht perfekt. Das ist alles andere als perfekt. Trotzdem, wir gehen erstmal in die Schlucht. Aber wer weiß, vielleicht finden wir ja noch eine geilere Waffe, ne? Wuppdiwupp, wir tauschen.
Und als ob das hier kein Erfolg wäre, natürlich. Habe ich gerochen. Und wir ziehen, bitte. Bitte irgendwas richtig Geiles. Komm schon. Der Riesenhammer. Während du fortlaufende Angriffe aufeinander reißt, erhöhst du deinen Schaden enorm. Drücke linke Bumper für eine Explosion und 35 Schaden. Perfekt. Genau, von sowas habe ich gesprochen. Boom. Gucken wir uns das mal an. Haben wir noch ausgestattet? Haben wir ausgestattet. Ach, ist das nicht schön. So, wenn wir hier noch was Cooles haben. Nein, es ist dieser verdammte, verfluchte Spieler, der mir sowieso um Keks geht. Den lehnen wir ab, weil, sorry Leute, aber nochmal 5 Karten, wir sind eh tot. 30 HP. Ich sehe keine Chance, dass es besser wird. Also geht's jetzt. Combat, even I have waited to see. In die Pest. Majestic. Oh, 30 HP. Vom Spieler soll ich mich fernhalten. Das ist nicht meins, Leute. Das ist nicht meins. Ja, aber gegen 4 Pestis kommen wir an. Auch mit 30 HP kommen wir gegen 4 Pestis an. Nur die Pestdame macht mir Sorgen. Schnüffel, Schnüffel. Wer ist denn da? Hallo. So, jetzt erst nochmal gucken. Nein! Oh, okay. Okay, ja. Komm schon. Mach einmal, was ich dir sage. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen, Leute. Tot. Tot. Es ging nichts. Es ging gar nichts. Oh nein. Leute, wir sind doch so schön durchgekommen. Death in the deep and dark places. Halten Sabbel. So it goes. Ich bin nicht gut drauf, halten Sabbel. Wir kriegen einen Token. Auge des Sturms, Münze des Plünderers, Dankeschön. Das war's auch schon. Oh. Nee, Leute, da bin ich nicht zufrieden mit. Das war dieser verdammte Spieler. Ja, und ich lasse mich auch immer wieder drauf ein, aber es ist so verlockend. Man kann so viel bekommen. Arr! Können wir einen Arsch beißen für so viel Dummheit. Ohne den Spieler hätten wir es gepackt. Ohne diesen verdammten Spieler bin ich mir sicher, dass wir es gepackt hätten. Und ja, wer jetzt sagt am Ende, ja, Digga, du hast hier echt scheiße angestellt, stimmt auch. Muss ich auch hier zugehen. Voll, also ich war richtig nervös gerade. Ich war richtig nervös, hab die Knöpfe völlig durcheinander geschmissen und dann war da einfach zu viel und ich, war raus. Schade. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und ich denke, in der nächsten Folge hauen wir die Shitpest-Dame in Staub. Bin ich fest davon überzeugt. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.